Hi, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ich habe mir mal ein paar Gedanken zum Thema Foam Tape gemacht und wie man das vielleicht ersetzen kann. Und die zeige ich euch jetzt, die Ideen, die ich hatte. Ja, Foam Tape ist natürlich eine super tolle Sache, aber es ist Plastik. Und da bin ich halt wirklich so ein bisschen nicht ganz mit einverstanden, weil ich wirklich versuche, jetzt so ein bisschen unnötige Plastiksachen zu vermeiden. Und Foam Tape ist, wenn wir ganz ehrlich sind, eine unnötige Plastiksache. Und deshalb habe ich mir einfach mal ein paar Sachen überlegt und habe auch ein bisschen recherchiert und einfach mal geguckt, wie man das ja, geschickt vermeiden kann. Und ja, das würde ich euch einfach mal zeigen. Und zwar die erste und einfachste Variante ist tatsächlich, dass ich Cardstock nehme oder tatsächlich Graupappe. Also das wäre jetzt so eine ganz klassische Graupappe, die ich fürs Buchbinden auch nehme und die man ja immer mal bekommt. Ja, also ein bisschen dünner wäre sie zum Beispiel der Rücken von so einem Block, gibt es die ja immer wieder oder so Sachen. Und das schneide ich mir einfach in den Stücken zu, die ich brauche. Also ich will jetzt nicht meinen, ich habe gerade keine Reste da. Deshalb ich schneide das jetzt nicht. Aber im Endeffekt schneidet ihr es einfach euch zu, macht Kleber drauf und dann hättet ihr einen Foamtape-Ersatz in Form von Pappe. Und da halt bitte dann Restepappe nehmen. Deshalb schneide ich euch das jetzt nicht zu, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Was sehr ähnliches kann man erreichen, und das habe ich jetzt tatsächlich schon vorbereitet, indem man sich eine Müslibox nimmt. Oder irgendwas anderes eben, wo ja auch so Graupappe ist, die ist nur meistens ein bisschen dünner und die in Stücke schneidet. Und ich habe jetzt zwei aufeinander geklebt. Das war so eine alte von diesen Kosmetiktüchern, so eine Box. Und jetzt habe ich gleich als nächstes dann, also in der Mitte mit normalem Kleber zusammengeklebt und links und rechts habe ich jetzt schon Klebestreifen vorbereitet. Das heißt, wenn ich jetzt einfach es brauche, kann ich es mir in die richtige Größe zuschneiden und benutzen. Und dann ist es genauso fertig wie mein Foam Tape. Es ist natürlich nicht so schön biegsam. Das Foam Tape ist natürlich wahnsinnig schön biegsam. Aber ich glaube, es gibt nur ganz wenige Anwendungen, wo wir das Biegsame wirklich in der Art und Weise brauchen. Meistens nehmen wir es ja tatsächlich, um Dimensionen zu erzeugen. Und da müsste das mit denen hier genauso gut funktionieren. Ja, und da wäre dann das nächste schon direkt. Man kann natürlich auch DSP, was man nicht so toll findet, genauso aufeinander kleben. Das habe ich jetzt gedacht, mache ich mal mit euch. Damit ihr einmal seht, wie das vom Prozess her funktionieren kann. Also anders habe ich das jetzt hier mit der Graupappe auch nicht gemacht. Und das Tolle an so einer Müsli-Box oder an diesen dünnen Verpackungspappen ist, dass wir die kostenlos ins Haus kriegen. Mit den Produkten, die wir kaufen. Und davon haben wir eigentlich mehr als genug. Die meisten von euch werden das meistens eher wegwerfen. So, da wäre mir jetzt eine Lage ein bisschen zu dünn. Oder mache ich es eher so? Wie breit ist der jetzt? Okay, zufälligerweise 2 Inch. Das heißt, ich kann bei 1 Inch nochmal schneiden. So, und dann habe ich auch wieder ein gewisses Volumen, womit ich eben Sachen hochmachen kann. Also erhöht aufkleben kann. Und dann auch entweder mit Kleber oder mit doppelseitigem Klebeband. Danke, das Wort hat mir gerade gefehlt. Und da kann man dann zum Beispiel auch mal Reste nehmen. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel das letzte bisschen von meiner roten Rolle verarbeitet. Und ja. Genau, also wir haben Graupappe, wir haben diese recycelten Boxen. Wir haben Designerpapier, was uns nicht gefällt, wo wir Reste übrig haben, die wir nehmen können. Letztlich alles an Papier, was ihr übrig habt. Also wenn ihr Junk Journaler seid, dann habt ihr ja vielleicht auch einfach mal Buchseiten übrig, die ihr aufeinander kleben könnt, um den 3D-Effekt zu erzeugen.
Da gibt es ja wieder unendliche Möglichkeiten. Und auch zum Beispiel diese Verpackungsboxen, die diese Wellpappe innen drin haben. Auch das geht wunderbar. Also das kann man ganz, ganz, ganz toll nehmen. Jetzt bin ich letztens über eine Idee gestolpert. Und zwar habe ich gesehen, wie jemand ein Stück Papier so Ziehharmonika-artig gefaltet hat. Und das hat zwei Vorteile. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Aber das hat jetzt, wie gesagt, zwei Vorteile. Einmal, wenn ihr es in einen Briefumschlag tut, macht ihr das schön flach. Und es geht problemlos zu versenden. Und es ist aber tatsächlich nachher nicht einfach nur erhaben, sondern es spielt so ein bisschen. Also es ist ein bisschen, ja, ihr seht, was ich meine. Man kann das so hin und her wippen. Und wenn man so ein Spielkind ist wie ich, dann kann man den halben Tag damit zubringen, dieses Ding zu zerknautschen und wieder auseinander zu machen. Das ist so ähnlich wie diese Wobbler, die man ja auch mal eine Zeit lang auf Karten drauf gemacht hat. Nur halt nicht, dass es so wackelt, sondern dass man es einfach nur so hoch und runter knautschen kann. Das finde ich auch echt witzig. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als so eine, wie heißen die, Hexenleiter? Ne, Hexenleiter sind die anderen, gell? So, ich habe jetzt auch ein Stück Papier genommen, worauf ich jetzt nicht mehr so viel Wert lege, weil das ist ja wirklich der Vorteil. Ich kann hier Sachen verbrauchen, die sonst vielleicht im Müll landen. Und dann falte ich das einfach. Immer wie so ein Z, also immer hin und her. In die Höhe, in die ich das nachher haben möchte. Also ich habe jetzt für mich festgestellt, dass ich zweimal hin und her echt gut finde. Und dann noch einmal wieder nach außen zurück. So, also ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So ein Zickzack und das gleiche mache ich einfach ein paar Zentimeter weiter nochmal. Ein Zentimeter. Der Vorteil ist jetzt hier, wenn ich mir das so selbst bastel, dass ich das auch immer auf die Größe, wie ich es brauche, anpassen kann. Man könnte zum Beispiel ein paar Sachen hervorheben mit nur hier zum Beispiel zwei Lagen und irgendwas anderes mit vier Lagen Papier. Oder eben auch hier einmal nur einmal falten, also einmal hin und her und das zweite Mal dann ein zweites Mal hin und her. Die Sachen, die ich halt mehr hin und her falte, die stehen weiter ab. Das heißt, ich kann so eine richtige 3D-Landschaft erschaffen, wenn ich das möchte. So, dann schneide ich mir den Rest, der absteht, ab. Und mache auch hier einfach mein Klebeband drauf und gut ist. Dann habe ich wirklich einen ganz perfekten Ersatz fürs Foam Tape. Oh, da ist jetzt ein bisschen große Lücke drin, sehe ich gerade. Aber geht trotzdem. Und das kann man sich jetzt, wie gesagt, so schön vorbereiten. Oder aber, wenn man es braucht, auch einfach schnell machen. Kann man sich vielleicht eine Kiste anlegen, wo Restpapier drin ist, was man nicht mehr so viel braucht. Also was man für sowas verwenden will. Und auch dann geht es super schnell. Und jetzt habe ich einen relativ breiten Streifen. Wenn ich den kürzer brauche, dann gehe ich einfach hin und schneide mir das auf meine Größe zu. Wie ich das brauche, wie ich das beim Foam Tape ja eigentlich auch mache. Und da gehe ich ja auch hin und schneide mir das auf die Größe zu, auf die ich es brauche. Ja, das hier muss ich mir jetzt noch hinrichten. Das ist mir noch zu breit. Und so habe ich mir eben meine 3D-Möglichkeit ganz schnell selbst gemacht. Und jetzt habe ich sie auch im Vorrat und kann sie einfach rausholen, wenn ich sie brauche. Weil natürlich werde ich jetzt den Rest von meinem Foam Tape, den werde ich jetzt nicht wegwerfen, den werde ich natürlich zu Ende brauchen. Aber ab dann werde ich wahrscheinlich auf solche Möglichkeiten hier umsteigen. Und es ist ja was, was man immer mal, wenn einem, ich sag mal, langweilig ist, man aber nicht Lust hat, wirklich was Großes zu basteln, dann kann man das vorbereiten. Oder das ist ja auch ganz schnell gemacht im Projekt selbst. Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell ich da doch einige Sachen gemacht habe. Genau, also das wären jetzt meine Alternativen fürs Foam Tape. Vor allen Dingen, klar, Foam Tape, je nachdem, wo man es kauft, ist nicht so teuer.
Aber wenn ich das aus im Endeffekt Resten machen kann, und ich habe jetzt doppelseitiges Klebeband genommen, weil ich es für mich vorbereitet haben wollte. Aber wenn ihr das wirklich nur aus Restepapier und ein bisschen Kleber macht, dann kostet euch das auch wirklich quasi nichts. Und das ist dann eigentlich auch sehr attraktiv, preislich gesehen sozusagen. Genau, also das waren meine Ideen für heute. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das hilfreich fandet, was ihr über Foam Tape denkt und ob ihr vor allen Dingen auch noch andere Varianten kennt, wie man das vielleicht geschickt machen kann. Wäre cool, wenn wir noch voneinander was lernen. Ja, ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit, bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!